Kinderclub stellt vor. Spazieren gehen und Spiele spielen bei schönem Wetter. Ist mal grau, sind Musik und Bücher gute Laune Retter. Jeder Tag ist doch so schön und voller Harmonie. Sternengeschichte. Der Wagen, das ist der große Bär. Und das ist der kleine Bär. Cassiopeia. Bucky? Steh doch auf. Wollen wir was spielen? Jetzt nicht. Schade, Bucky. Ich muss noch so viel lernen. Das ist der große Bär, das ist der kleine Bär. Das ist doch eine Sternenkarte. Lernst du die Sterne? Wozu denn? Jeder Eisbär muss alle Sternbilder, die am Himmel zu sehen sind, ganz genau kennen. So lernst du sie nie. Du brauchst ein Anschauungsbeispiel, die Sterne. Aber bei Tage sieht man sie nicht. Und in der Nacht sieht man die Karte nicht. Und dann wird man dabei so müde. Hör zu, geh einfach ins Planetarium. Wohin? Also, in einem Planetarium, da kann man die Sterne tags und nachts betrachten. Gibt es in deinem Wald so ein Planetarium? Nein. Dann ist es wohl besser, wenn ich die Sternkarte weiter studiere. Aber in meiner Bärenhöhle gibt es das Planetarium. Wird's bald eins geben. Das muss ich jetzt mitnehmen. Komm in einer halben Stunde bei mir vorbei. Also? So, das gehört hierhin. Das ist spannend. Fehlt noch das Wichtigste. Oh, Björn, du kommst gerade rechtzeitig. Komm schon rein. Planetarium. Oh. Vorsicht, Björn, du musst aufpassen. Ey, hast du dir wehgetan? Das ist also dein Planetarium? Und warum ist alles angebunden? Angebunden? Ach, darauf brauchst du gar nicht zu achten. Schau dir alles in Ruhe an. Hier ist zum Beispiel der große Bär. Genauso wie es auf deiner Karte steht. Fast genauso. Und hier das Sternbild des Bechers. Genauer gesagt mehrere Becher. Der eine ist zwar zerbrochen, aber das macht überhaupt nichts. Und was hat der Hammer damit zu tun? Irgendwo am Himmel muss doch ganz bestimmt das Sternbild des Hammers zu finden sein. Und da ist er. Ich habe ihn dort in die Ecke gehängt. Denn dort habe ich noch einen leeren Platz gefunden. Björn, bleib doch hier. Aber wer soll denn dann die Sterne lernen? Björn! Habe ich dich irgendwie gekränkt? Den Hammer nehme ich weg. Wenn es kein solches Sternbild gibt, dann macht er keinen Sinn. Obwohl, ich fände es schön. Es gibt aber keinen Hammer am Himmel. Dann lass mich alles nochmal machen. Und dann kannst du die Sterne lernen, so wie sie am Himmel sind. Ich mach's lieber in der Natur. In deinem Planetarium werde ich das nie schaffen. Björn, schau mal, Leuchtkäfer. Wir folgen ihnen. Sie sind genau wie der Wagen. Nein, das ist doch ganz klar der große Bär. Oh, Cassiopeia. Hör zu, Björn. Du hast doch gesagt, du wolltest die Sterne am liebsten in der Natur lernen. Genau das ist es. Die Natur zeigt uns gerade die Sterne. Guck mal, Bucky. Das sieht aus wie der kleine Löwe. Und das sind die Fische. Das ist Perseus. Und das ist Orion. Der Skorpion. Und das der Wassermann. Na, beinahe der Wassermann.
Oh, die Milchstraße! Die Eule hat gerade gesagt, es ist nicht die Milchstraße, sondern ein Sternenregen. Von der Eulensprache verstehst du wohl nicht so viel. Denn die Eule hat gesagt, dass es schon spät Nacht sei. Und wir müssten ins Bett. Nun, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Björn. Und schlaf du auch gut, Bucky. Fotojagd. Die Natur. Ich meine, ich habe sie beobachtet. Na, zeig sie mir. Wo ist sie? Wo hast du sie versteckt, Björn? Ich sehe hier keine Natur. Sie ist gerade weggeflogen. Du hast sie leider vergrault. Die Natur muss man ganz vorsichtig, leise und von Weitem beobachten. Ah, von Weitem. Verzeihung, aber dieser Wald knackst und kracht, wenn man herumtrampelt. Vielleicht liegt das ja einfach an mir. Vielleicht mache ich ja schon seit meiner Geburt so viel Lärm. Oh, ich weiß, wie man die Natur von Weitem beobachten kann. Ich habe schon eine Idee, wie ich das hinbekomme. Du bist auch Das brauche ich nicht. Und das passt. Und das ebenso. Das passt nicht. Das passt nicht. Oh, mit so einer Technik kann ich ganz leicht jede Natur beobachten. Oh, man muss eben alles einfach mal ausprobieren. Küken, bleib schön hier. Du wirst jetzt meine Natur. Versteckt. Seltsam. Ah, jetzt weiß ich's. Da wird Björn sich wundern. Alle bekannten Naturforscher sind sich im Klaren darüber, dass die Natur keinen Lärm erträgt. Was aber sollen diejenigen tun? Die von Natur aus zu lärmig und viel zu ungebändig sind. Hier bietet meine außergewöhnliche Erfindung eine Lösung an. Das Naturbeobachtungsgerät. Hurra! Also, nehmen wir die Natur, die sich sehr weit weg befindet. Zuallererst drückt man die Annäherungstaste und erforscht dann Stück für Stück die jeweilige Natur. Als nächsten Schritt lässt man die Natur zurückkehren. Schön da bleiben. Geräuschlos, praktisch und sehr bequem. Einfach fantastisch. Weißt du, Bucky, das ist alles schon gut. Aber bei uns zu Hause im Norden macht man das ein bisschen anders. Ich zeige es dir am besten mal. Thank you.
genauso muss man die Natur beobachten. Genau. Je unauffälliger man ist, desto auffälliger ist die Natur. Eigentlich ist das ganz einfach. Also bist du auch Natur, mein lieber Freund. Pilze und Blätter. Wo? Hier vielleicht? Nein, auch nichts. Und was ist mit? Hey, Pilze, habt ihr etwa Ferien oder was? Ich geb's auf. Hier gibt's keine Pilze. Nirgends. Hier waren nie welche. Wo steckst du denn, Björn? Wo ist denn nur hin? Wo er sich wohl rumtreibt? Oh! Also muss ich jetzt ganz allein nach Pilzen suchen? Du hast all diese Pilze gefunden? Und dazu auch noch das Tanzbein geschwungen? Also gut, Björn, wie hast du sie gefunden? Ich habe alles abgesucht. Ich weiß es nicht, Bucky. Ich bin einfach im Einklang mit der Natur. Björn versteht den Wald, denn er spricht dieselbe Sprache. Aber da, wo du herkommst, gibt es keine Wälder, bloß ganz viel Schnee. Sehr viel Schnee, ja. Aber Wälder gibt es auch. Und Tiere, den Ozean. Der Norden ist sehr groß. Frage. Wie macht ihr das mit den Vorräten? Im Winter, wenn der Norden gefroren ist? Wir essen viel gedörrten Fisch. Und sehr saftiges Walrosssteak. Und leckeres Fischöl. Leckeres Fischöl? So widerlich. Dagegen sind Pilze doch gleich viel leckerer. Und dieser Bär erfindet eine neue Methode, sie zu sammeln. Der Wald muss dann wohl eine neue Sprache lernen. Ha. Ha. Mit seinem Superhammer wird der braune Bär die Welt verändern. Hey, Bucky, ich bräuchte mal deine Hilfe. Die Pilze können jetzt zum Trocknen aufgehängt werden. Richtig. Du weißt schon, als Vorrat für den Winter. Ich bin aber voll in Fahrt. Oh, sieh dir meine unglaubliche Erfindung an. Was ist das? Ein Fass mit Pickelchen? Was? Siehst du das denn nicht? Jetzt wird jeder einzelne Pilz uns gehören, dank meines herausragenden Geräts, der super tollen Pilzsammelmaschine. Oh, kein Fass mit Pickelchen? Wie funktioniert das mit dem Pilzesammeln? Bereite dich auf das Unglaubliche vor. Das hast du noch nicht gesehen. In wenigen Augenblicken zeige ich dir und der ganzen Welt, wie ein richtiger Braunbär für den Winter vorsorgt. Juhu, Björn, schau! Uhu! Oh ja, das macht Spaß! Ich sammle Pilze, was das Zeug hält! Bucky, der Bär ist ein Genie! Hey, hallo Pilz! Ich hab dich und dich auch und ich sowieso! Na, was sagst du? Ein Erfolg, nicht wahr? Ich würde sagen, diese Erfindung ist bärenstark. Aber Bucky, das ist ja schön und gut. Aber wo sind denn die Pilze? Schau doch, da. Sieh genau hin, dann findest du auch Pilze. Also schöne Blätter habe ich gefunden. Oh, ein prachtvolles Geschenk des Waldes. Sieht gut aus. Oh je. Yeah. Schmeckt nicht besonders gut. Wir könnten doch aber, wie bei euch im Norden, einfach Fischöl dazu essen. Und dann? Ich glaube, ich habe eine richtig gute Idee. Bucky, wir können... Schon gut, schon gut. Meine Pilzsammelmaschine ist nicht mehr als eine Müllsammelmaschine. Meine super tolle Maschine, die eigentlich Pilze sammeln soll, ist ein Reinfall. Nein, Bucky, die Maschine ist kein Reinfall. Zum Sammeln von Pilzen ist sie vielleicht nicht die beste Lösung. Aber dafür ist sie sehr gut, um altes Laub zu bändigen. Ich bin genial, ja. Schau sie dir gut an. Die Blättersammelmaschine. Vielleicht kann ich sie sogar noch verbessern. Wie wäre es mit einem Motor? Zum Beispiel mit einer Million Pferdestärken. Wie wäre das? Ich kenne da ein paar Rentiere. Vergiss Rentiere und Pferde. Alles, was wir brauchen, ist Bärenstärke. Yeah!
Zaubergenie. Bucky und Björn. Beste Freunde, Bucky und Björn sammeln in den Wäldern. Pilz und Blätter sind ihre Beute. Das war's für heute. Bitte wären stark. Ey, hast du Bremsen eingebaut? Wir sehen uns bald. Die Reise. Hallo Björn, was treibst du denn so? Hallo Bucky, ich will eine lange Reise machen. Wirklich? Du willst verreisen? Kannst du mich mitnehmen? Natürlich, gehen wir dann. Ich liebe es zu reisen, aber nicht zu Fuß. Zu Fuß kommt man nicht weit. Man kann auch vieles nicht mitnehmen und vieles sieht man ja nicht. Außerdem kann man sich verlaufen. Wir verlaufen uns nicht. Ich habe einen Kompass. Wow! Und ich habe eine Idee. Hast du vielleicht auch ein Seil? Fantastisch! Das passt. Komm dann morgen zu mir und bring alle deine Sachen mit. Bis morgen! Was ist denn das da? Der Heißluftballon für unsere lange Reise. Los, komm schon hoch. Spring doch mit in den Korb und wir fliegen eine Runde. Nein, damit fliege ich nicht. Ich bin doch auch kein fliegender Bär. Warum nicht? Der Ballon wird unsere Sachen tragen. Vom Wege kommen wir nicht ab und wir verlaufen uns nicht, denn von oben her sehen wir alles. Ich fliege besser nicht mit. Und das Wetter ist auch schlecht geworden. Ach, jetzt weiß ich. Du hast einfach nur Flugangst. Was? Hab ich gar nicht. Oh! Oh nein, der Ballon! Björn! Björn, ich habe Angst! Björn! Bucky! Tu doch etwas! Björn! Oh nein! Bucky hat sich fest! Bucky! Ah! Der Sturm wird heftiger! Oh, je, wie weh! Björn, bieg doch ab! Aber wie? Das ist dein Ballon! Du musst ihn doch steuern! Halt! Oh nein! Mein Halstuch! Bucky! Siehst du das da? Klammere dich einfach daran fest! Greif dieses Ding! Scheinen nach Süden zu fliegen. Und diese Gegend kenne ich überhaupt nicht. Björn, wie lange werden wir denn noch fliegen? Solange der Wind noch weht, wird der Ballon auch noch fliegen. Mit dem Ballon kann man nicht reisen. Gehen wir nach Hause, zu Fuß. Aber sollen wir das machen? Der Wind hat uns so weit getragen. Von hier aus kenne ich den Weg nicht. Ich kenne den Weg auch nicht, aber du hattest doch den Kompass dabei. Ja, schon. Aber der steckt leider noch im Rucksack. Und der liegt noch bei dir zu Hause. Und was können wir denn jetzt tun? Weißt du was, Bucky? Ich glaube, du hast doch recht. Mit dem Ballon kann man sehr gut reisen. Mir ist da gerade etwas eingefallen. Deine Idee ist wirklich toll. Man sieht alles und es ist bequem. Hör mal, sag mir besser, wohin wir gehen sollen. Steuermann! Jetzt nach links. Gut, dort ist unser Berg mit dem Vulkan. Jetzt weiter nach rechts und jetzt geradeaus. So, lass uns mal abwechseln. Ich habe jetzt auch große Lust zu fliegen. Hier kommt die Leitung. Pass auf. Geh weiter nach rechts. Ey, Bucky, rechts ist doch die andere Seite. Oh, Bucky, da ist dein Haus. Hurra, wir sind da. Ja,
Reisen ist eine tolle Sache. Wollen wir nicht gleich wieder eine Reise machen? Was? Du findest das lustig, ja? Ich auch. Und ich nehme mich auch so gerne. Von Abenteuern habe ich jetzt erstmal genug. Das beste Mittel gegen die Vergesslichkeit. Hallo. Schönen guten Tag, Buggy. Hey, was ist denn das da? Ist das eine Türklingel? Nein, das sind Erinnerungsknoten. Hast du etwas schon vergessen, dass wir morgen früh fischen gehen wollten? Deswegen habe ich einen Knoten geknüpft, damit wir es eben nicht vergessen. Im Norden machen wir das immer so. Eine unsichere Konstruktion hast du da. Ich werde ein großartiges Erinnerungsgerät erfinden, das mir dabei helfen wird, nie etwas zu vergessen. Hey, mein lieber Buggy, vergiss nicht, dass wir morgen fischen gehen. Björn! Björn! Du wirst es nicht glauben, aber mein Gerät funktioniert tadellos. Ich zeig's dir gleich mal. Schau mal, so erinnern wir Küken immer an sein Mittagessen. Wunderbar geklappt. Jetzt werde ich nie wieder etwas vergessen. Was steht jetzt auf dem Plan? Ah, Tee trinken. Dankeschön, dann mal los. Oh, Buggy, Buggy. Ich habe schon lange nicht mehr sauber gemacht. Ah! Oh. Da, die Blumen gießen. Ah! Waschen. Bügeln. Kochen. Essen, aufräumen, jäten, reparieren, Fußball anschauen. Aufräumen, nicht vergessen. Ah, was denn? Ah, schlafen gehen? Ah gut, na endlich. Ah, nun ja, ich muss mich auf die andere Seite drehen. Schlafen gehen. Dankeschön. Das wär's. Guten Morgen. Jetzt ist die allerbeste Zeit, um fischen zu gehen. Buggy, wo ist eigentlich dein, wer ist das nochmal, Gerät? Weißt du, Björn, das wollen wir am besten ganz schnell vergessen. Aber deine Erinnerungsknoten, die sind wirklich wirksam. Siehst du, Buggy? Die echten Knoten sind nicht hier,
sondern hier im Herzen. Naja, die Knoten? Wie macht man die eigentlich? Was gibt es denn für Knoten? Veraltetes Rezept. Nordisches Rezept. Was ist denn das? Suppe? Ja, alte Bären sagen, man muss gut essen, um gut zu überwintern. Und da ist so viel Leckeres drin. Lauter gesunde Sachen, vom Feinsten. Kohl, Kartoffeln und... Warte mal, du hast gesagt, wir würden ein echtes Gelage haben. Wann kommt das denn? Aber das ist doch das Gelage. Das ist die königliche Blumenkohlsuppe. Ich habe auch noch eine Dose mit Edelpilzen geöffnet. Danke, Björn. Aber auf Suppe habe ich keine große Lust. Ich werde lieber Chips essen. Die reichen mir völlig. Ich bin nicht besonders hungrig. Wenn du nicht hungrig bist, wozu isst du denn dann die Chips, ha? Das ist ungesund. Der Sommer ist bald zu Ende und dann wirst du kaum so was Leckeres finden. Ja, im Winter schlafe ich gewöhnlich. Für mich ist immer Sommer. Und mit den Chips, da irrst du dich gewaltig. Die schmecken sehr gut. Und man muss sie nicht kochen. Aber bei uns im Norden sagt man... Bei euch im Norden wird alles nach alter Weise gemacht. Du hast doch gesagt, es ist ein uraltes Rezept. Und das hier ist hochmodernes Fertigessen. Und das ist doch mindestens genauso gut. Oder meinst du nicht? Wenn dir mein Essen nicht schmeckt, dann koch doch selber. Du wirst schon sehen, was dabei herauskommt. Björn, nimm es mir doch nicht übel. Ich koche etwas für dich. Da wirst du dir danach die Pfoten ablecken. Ich fange gleich an. Ich werde mein eigenes Rezept erfinden. Das Allerbeste. So. Nein, ist noch zu wenig. Was mag ich denn noch? Oh, ich mag Gummibärchen. Ja, lecker. Ja. Und ich mag Würstchen. Schaumgebäck. Schokolade. Sandwich. Die Würstchen gehören auch rein. Pfefferkuchen und Gebäck. Oh, und mit Mayonnaise begießen. Eiscreme, Cremeschnitte. Ja, super Speise. Ja, das ist ein herrliches Gericht. Das Beste. Ja, jetzt muss ich aber schnell Björn rufen. Die Eiscreme beginnt zu schmelzen. So, Björn, alles fertig? Da wirst du aber Augen machen. Jetzt überrasche nämlich ich dich. Wow. Was ist das für ein Berg? Aber das ist doch kein Berg. Das ist meine wunderbare Superspeise. Schau mal, da bewegt sich irgendwas. Was? Da bewegt sich nichts. So ein Unsinn. Komm, lass uns jetzt lieber essen. Essen? Bist du sicher? Vielleicht lieber nicht. Doch, doch. Wozu habe ich denn sonst alles zubereitet? Du wirst noch einen Nachschlag wollen. Widerlich. Was? Dir schmeckt's nicht? Das kann wohl nicht sein. Oh. Schmeckt's? Schluck auf. Schmeckt gut. Und nahrhaft ist es noch dazu. Aber ich glaube, ich bin satt. Bucky, es füllt. Bucky, schnell wegrennen, los. Tja, alles ist hin. Was sollen wir jetzt tun? Und ich bin doch so hungrig. Das macht nichts, Bucky. Wir räumen jetzt erstmal alles auf. Und dann wirst du dir wieder einfach irgendwelche Speisen höchster Qualität zubereiten. Und dabei wünsche ich dir guten Appetit. Weißt du was, Björn? Wollen wir nicht zu dir gehen? Es gibt doch bestimmt doch diese leckere Suppe, nicht wahr?
köstliche Blumenkohlsuppe. Also hat's dir doch geschmeckt. 6 Portionen hast du bereits gegessen. Könnte ich noch Nachschlag haben? Der Kampf um die Ernte. Okay, das hier ist enorm wichtig. Hochfinanzier und hier, hier, hier. Und jetzt schaffe ich den Durchbruch und pflanze Erdbeeren. Oh ja, bin ich cool. Bucky? Bist du da irgendwo? Na los, komm nach draußen. Ich bin gleich fertig. Ich habe viel zu tun. Was machst du denn? Ich habe dich jetzt schon 3 ganze Tage nicht mehr gesehen. Dabei haben wir doch so viel zu tun. Stimmt. Deswegen habe ich auch keine Zeit. Ich muss so viel machen. Es hört einfach nicht auf und mein Rücken tut irgendwie weh. Da sind die Kürbisse, die Doppelklicks erfordern. Meine Erdbeeren müssen unbedingt vom Unkraut befreit werden. Oh, komm mit rein, dann kann ich dir meine tolle Farm zeigen. Aber es ist doch, nichts davon ist echt. Es ist viel besser als im echten Leben. Wenn man auf Level 5 ist, kriegt man Insektenspray. Dann ist es egal, was sie dir aufbürden. Man kommt damit klar. Oh, so viel Verantwortung ist wirklich unglaublich belastend. Ich habe keine Zeit für diesen ganzen Unsinn. Mein Blumenkohl braucht mich jetzt. Level 27, es geht los. Unkraut jäten auf seinem Erdbeerbeet. Auf Kürbisse wird nicht doppelt geklickt. Kürbisse müssen geerntet werden. Ja, und Bucky hat sowas mal gewusst. Ich habe eine Idee. Das allerneueste Spiel, sagst du? Aha, ist gerade heute rausgekommen. Man taucht da in eine virtuelle Realität. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass man beim Spielen das Gefühl hat, als würde man richtig dabei sein. Das Spiel fühlt sich total echt an. Und es ist so virtuell, dass du die Erdbeeren sogar richtig essen kannst. Cool. Das muss ich versuchen. Was mache ich denn überhaupt noch hier? Komm schon, wann fängt das Spiel endlich an? Ich kann einfach nicht mehr warten. Setz die hier auf. Schnittstelle zur virtuellen Realität. Spezialhandschuhe. Oh ja, das ist der Wahnsinn. Das ist die Spielausrüstung? Ja, ganz genau. Und jetzt kannst du dich umdrehen. Es ist so. Ich kann gar nicht fassen, dass es ein Spiel ist. Die Grafik ist phänomenal. Ich will das spielen. Wie funktioniert das? Wo ist der Joystick? Vergiss den Joystick. Du hast eine Brille als Bildschirm. Sie hat eingebaute Joysticks und die nennt man einfach Hände. Man geht auf ein Objekt zu und versucht, was damit zu machen. Genau wie in der Realität. Schau, die virtuellen Körbe sind gleich da drüben. Es schmeckt sogar echt und so lecker. Dieses Spiel ist einfach genial. Also gut, dann fangen wir mal an. Na los, Spiel, zeig mal, was du drauf hast. Und du wolltest den ganzen Tag zu Hause hocken und auf deine Kürbisse doppelklicken. Naja, woher sollte ich wissen, dass du so ein tolles Spiel hast? Aber ich wünschte, dass auch meine ziemlich realen Rückenschmerzen bloß virtuell wären. Naja, aber wenn du jetzt öfter rauskommst und ein Spiel spielst, dann wirst du richtig gut darin. Dann tut es vielleicht nicht mehr so weh. Das war echt super von dir. Danke, echt cool. Aber du musst unseren Fortschritt speichern. Dann muss ich nicht wieder von vorne anfangen. Aber jetzt brauche ich etwas Erholung. Ich gehe jetzt erstmal schön in Standby-Modus. Das ist so
Zuckersprache für ich mach jetzt ein Nickerchen. Ich meine aber ein richtiges, echtes Nickerchen in meinem Bett. Wie man die Bäume heilen muss. Buggy? Buggy, wo steckst du denn? Wir wollten doch an den Fluss gehen. Buggy, ich warte auf dich. Entschuldigung, heute kann ich nicht. Wo bist du eigentlich? Was machst du denn? Hör damit sofort auf. Buggy! Das tut mir den Ohren weh. Das tut dir weh? Und ihm? Tut's ihm etwa nicht weh? Wem denn? Dem Apfelbaum? Das ist einfach ein Baum. Aber er ist auch lebendig. Und ihm tut's auch weh. Warum musst du ihn quälen? Was? Ich und quälen? Ich installiere das Internet, mein Lieber. Denk nur dran, welche Möglichkeiten es uns anbieten wird. Wir werden alle letzten Errungenschaften in unseren eigenen Bärenhöhlen genießen können. Und das soll der Grund sein? Wegen dem Internet? Deswegen kommt der Baum um? Das ist doch einfach nur ein Baum. Wenn schon, es gibt sie ja hier, in großer Menge. Jetzt habe ich das Internet und zeig dir was. Willst du unseren schönen Wald direkt aus dem All sehen und bestaunen, mein Freund? Ich will nicht den Baum sich quälen sehen. Du hast ihm wehgetan. Ihm geht es sehr schlecht. Siehst du das denn nicht, Buggy? Du bist so seltsam, Björn. Ich möchte dich in die moderne Wissenschaft einbeziehen. Und dich interessieren nur Blumen und Blätter. Weißt du, ich brauche deinen Fortschritt nicht. Wenn er den Bäumen schadet und wehtut. Surfe allein in deinem Internet. Warum ist er denn so gekränkt? Ich habe so ein tolles Ding erfunden. Es funktioniert doch. Oh. Björn, was ist denn? Nicht beleidigt sein. Ich bin nicht beleidigt. Dem Apfelbaum geht's aber schlecht. Ich gieße ihn den ganzen Tag. Aber er wächst trotzdem weiter. Hör mal, Björn. Du kannst ihn bestimmt reparieren. Du kennst dich doch mit all diesen Blättern und Ästen aus. Kannst du mir nicht sagen, was zu machen ist? Und ich helfe dir. Ich bin ein Tausendsasser. Du verstehst gar nichts. Der Apfelbaum ist lebendig. Er lässt sich nicht reparieren. Man kann ihn nur langsam heilen. Aber ich weiß nicht wie. Wenn man heilen will, aber weiß nicht wie. Und wenn man etwas nicht weiß, dann muss man fragen. Ja, und die Antwort finden wir, richtig, im Internet. So. Sehen wir mal nach. Der ist ganz okay. Nur noch ein kleines bisschen. Und alles wird gut. Na, siehst du? Was hätten wir bloß ohne das Internet getan? Nun, Björn, jetzt hast du bestimmt die mächtige Stärke des Fortschritts ganz und gar verstanden. Verstanden. Aber wir wollen keinen Blumen oder Bäumen mehr schaden. Und der Natur im Allgemeinen nicht.
Sonst wird nichts aus dem All zu sehen sein. Und das wäre doch sehr schade. Findest du nicht auch? Hausgeist! Es ist schon ein bisschen unheimlich. Es hat vor ein paar Tagen begonnen. Da bastelte ich an einem neuen Ding herum, aber es wollte nicht richtig funktionieren. Ist aber nicht weiter schlimm. Also Björn, jetzt hör zu. Und dann? Ich habe nur einmal abgebissen und es zurückgelegt. Eine leckere Torte war es übrigens. Und dann sehe ich... Verschwunden? Ja, stell dir das vor, ein ganzes Stück hab nur einmal abgebissen. Und dann, damit hat alles begonnen. Und seitdem, wenn ich mich auch nur ganz kurz abwende, bums, und das Essen verschwindet. Oder wenn ich mir zum Beispiel einen Zeichentrickfilm anschaue. Stell dir vor, auf einmal alles leer. Und wieder und wieder. So ist es immer. Es ist schon ein bisschen unheimlich. Wenn das Essen verschwindet, was werde ich dann bloß essen? Vielleicht sollte ich lieber zu dir ziehen, bis der Spuk zu Ende ist. Weißt du, Bucky, wir haben bei uns im Norden nämlich eine Sage. Man sagt, dass in jeder Bärenhöhle ein Geist wohnt. Und wenn man ihn zornig macht, dann fühlt er sich beleidigt und fängt an, Gemeinheiten zu begehen. Verstehst du? Deshalb darf man niemals seinen Geist zornig machen, sonst wird er immer gemeiner. Ah, erschreck mich doch nicht! Das sind Ammenmärchen! Die moderne Wissenschaft sagt nämlich etwas anderes. Wissenschaft auf jeden Fall beweisen, dass die Hausgeister nicht existieren. Aber das Essen verschwindet doch. Schon gut. Auch wenn es ein Hausgeist ist. Wozu braucht er das? Früher hat er das nicht gemacht. Weiß ich nicht. Er ist vielleicht gekränkt. Gekränkt? Wieso? Die Bärenhöhle ist doch wunderschön. Sie ist sehr geräumig und auch hell. Und außerdem gibt es so viel Platz. Lieber Bucky, deine Bärenhöhle ist wirklich groß und schön. Aber es herrscht große Unordnung hier. Ich verstehe deinen Geist. Er ist gekränkt. Man muss hier eben ein bisschen vorsichtig sein. Gekränkt fühlt er sich? Na und? Das ist keine einfache, sondern eine kreative Unordnung. Das ist sozusagen mein absoluter normaler Zustand. Räumen wir vielleicht lieber auf. Ich helfe dir auch. Schon fast vergessen. Was ist das? Na, ich habe mich einst auf ein Treffen mit Außerirdischen vorbereitet und wollte es auf jeden Fall aufnehmen. Und habe in allen Zimmern Videokameras aufgestellt. Und? Sind die Außerirdischen denn auch gekommen, hä? Nein, da hat etwas nicht geklappt bei ihnen. Sie waren beschäftigt, aber ich warte immer noch auf sie. Und funktionieren denn die Kameras auch richtig? Natürlich, du bist ein Genie, Björn. Jetzt werden wir dank moderner Technologie und meiner unglaublichen Vorsorge und technischen Kenntnissen unseren Hausgeist in den Aufnahmen sehen. Oh, schau dir das mal an, da ist das Küken, so ein Räuber. Aber wo ist denn der Geist? Sehen wir weiter. Björn, schon wieder das Küken. Dafür kriegt es noch was. Nanu, los weiter. Nochmal das Küken. Hier. Da ist es. Das sind Kükenstreiche. Vergiss den Hausgeist, der hin und her geistert. Das mag ja sein. Aber jetzt ist alles sauber und schön bei dir. Gäbe es hier bei dir einen Hausgeist,
Es wird ihm bestimmt sehr gut gefallen. Ich habe nichts dagegen. Ordnung ist ja gut. Da gibt es jetzt genug Platz für Skateboarding. Und hier hatte ich immer ein verstecktes Mohnplätzchen. Wo ist denn doch so ein leckeres Ding? Ist das wieder dasselbe? Halt, Küken! Halt, bleib stehen! Halt, halt, halt! Schlaflosigkeit. Schlaf? Es ist noch so früh, Bucky. Geh wieder ins Bett und komm später wieder. Da finden wir heraus, warum du nicht schlafen kannst. Wie soll ich einschlafen, wenn ich nicht schlafen kann? Okay, da hast du schon recht. Also, lass uns versuchen zu verstehen, warum du nicht richtig einschlafen kannst. Sag mir jetzt, was du den Tag davor gemacht hast. Was ich gemacht habe? Du hast also den ganzen Tag nichts gemacht. Ja, genau das heißt doch, ich meine, etwas habe ich doch gemacht. Ungefähr so viel habe ich schon gemacht. Ich habe tatsächlich ein Mittel gegen deine Schlaflosigkeit. Habe es unter dem Holzhaufen liegen lassen. Hilfst du mir, es zu finden? Kommt überhaupt nicht in Frage. Nun, wo ist es? Wo ist dein Mittel? Hier ist es nicht. Merkwürdig. Es müsste aber eigentlich hier sein. Warte, vielleicht ist es ja im Gras verloren gegangen. Gut, ich verstehe. Die Sense hat aber keinen Motor. Naja, macht nichts. Geht auch so. Super. Mir ist gerade eingefallen, dass ich das Mittel vielleicht liegen gelassen habe, als ich die Bäume eingepflanzt habe. Hilfst du mir? Leider haben wir das Schlafmittel nirgendwo finden können. Wo kannst du es nur hingesteckt haben?
Ich bin auf einmal so müde und schläfrig. Jetzt muss ich aber einmal dringend ein bisschen schlafen. Ah, und morgen werden wir es weitersuchen. Aber wozu denn noch? Arbeit am Tage ist das beste Mittel für den Schlaf in der Nacht. Das stimmt. Aber lass es uns morgen trotzdem weitersuchen.